So. Sie haben sie geöffnet. Ja, prinzipiell müssen wir jetzt eigentlich nur noch in den Garten. Ja, hier haben wir alles jetzt, meine ich. Hier sollten wir jetzt alles haben. Theoretisch hätte es sein können, dass die Spinne jetzt früher schon runterfällt von der Decke, aber nö. Macht die immer erst dann, wenn ich dran vorbei bin. Boah, dieser entschlossene Gesichtsausdruck von Chris, ne? Eine wahre Pracht. Gut. So, da ist die Medaille drin. Jetzt können wir uns schon mal darauf vorbereiten, dass wir. Wobei. Aber ich speichere jetzt schon mal, weil Fahrbad mitnehmen ist ja auch. Blödsinn. Hier geht es um die Situation mit der Kugel. Die ja, denke ich mal, jetzt auch wieder hier auftreten wird. Aber ich kann die Pistole weglassen. Erstmal komplett. Zumal ich eh nicht mehr so viel Munition dafür habe. So. MO-Diskette brauchen wir erstmal definitiv nicht. Die können wir gerade mal kombinieren. So. Ich glaube, ich speichere jetzt echt. Oh, können wir mal kombinieren. Ich speichere jetzt echt schon, glaube ich. Batterie brauchen wir. Wir brauchen die Kurbel. Das hätte ich vorhin schon auf dem Rückweg vom Wachhaus ausmachen können, aber da habe ich gepennt. Ja, zum Speichern. Guten Kräuter brauchen wir, glaube ich, keine. Wobei, wir haben einen Hunter mehr zu bekämpfen als die Jill. Doch, ich nehme ein einzelnes grünes mit. Können wir zur Not nämlich kombinieren. Und zwar, ein Hunter hat ja damals der Barry platt gemacht. Möchten Sie das Verband benutzen? Ja. Wobei, die Medaille... Das ist echt blöd, ich hätte die vorher holen müssen. Und nehmen uns auch wieder einen Platz weg. Weil es dauert ja ein bisschen, bis wir die nutzen können, beziehungsweise müssen. Gut. Dass man die Kurbel nicht, wenn man die jetzt nochmal draußen benutzt, nicht ab... Na gut, theoretisch kann man die immer wieder benutzen, von daher kann ich das schon irgendwo verstehen. Na, das mit der Medaille, das war blöd. Wie gesagt, bis zur nächsten Truhe, das dauert jetzt einen kleinen Moment. Also eigentlich habe ich zwei kleine Fehler gemacht, also die ist im Speedrun extrem...
dumm wären. Einmal die Geschichte hier mit der Medaille. Wobei, die werde ich gleich noch schnell verstauen. Das ist ja ein Zeitaufwand von nicht mal zu einer Minute. Ich muss erst nicht anmachen, okay. Und das andere ist halt mit der Kurbel, da ich das schon vorher hätte machen können. Mach ich jetzt wieder so einen kleinen. Wobei, Umweg ist das ja gar nicht. Ich muss erst runterlaufen wegen der Batterie. Eigentlich ist es egal. Stimmt, ich kann es jetzt erst sogar machen. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich muss ja erst nochmal runterlaufen, die Batterie einsetzen und dann die Kurbel betätigen, ja. Also wäre das vorher Kappes gewesen, das zu machen. So. Adlermedaille. Bringen wir jetzt so schnell in die Truhe, dass wir ein Plätzchen mehr haben. Ach, ich freue mich schon auf den Raum mit dem Gas. Das wird lustig, also im Labor. Das wird lustig. Mit den beiden Kisten und der Trittleiter. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht. So. Kapiton, Feuerzeug, Moduskette, ein bisschen. Oh, ich habe die Kräuter hier hingelegt. Das ist natürlich fatal. So. Bewaffnen und los geht's. Ich hätte eigentlich auch jetzt speichern können. Das wäre auch schlauer gewesen, aber okay. Wie gesagt, war es ungefähr eine Minute zu davon zusätzlich, ja. Das werden wir alle, denke ich mal, irgendwo verkraften können. Ja, vielleicht ist jetzt wirklich ein neuer Hunter. Ach, hier in dem Zwischenraum ist auch ein neuer Hunter. Jetzt stimmt, den habe ich ganz vergessen. Kann aber sein, dass im Gartenbereich auch ein neuer Hunter jetzt ist, der bei der Jill noch nicht war. Ich hasse es, wenn die springen, weil die einfach nicht trifft dann. Die haben einfach so einen kurzen Moment, also wenn sie aufstehen und halt auch wenn die springen, wo du die einfach nicht treffen kannst, ne? Es ist so nervig. Und das ist auch, glaube ich, so ein Punkt, gerade früher, warum die so schwer waren. Weil, wie gesagt, man schießt, trifft nicht und es dauert ja immer so ein bisschen mit der Schrotflinte, bis man neu ansetzen kann oder neu anlegen kann. Und in dem Moment greifen die ich halt schon an oder reißen den Kopf halt mit dem Sprung ab. Und das nervt halt extremst. Und das ist, glaube ich, der Punkt, warum die so einen Ruf halt auch haben. Und die Waffe stecke ich jetzt wieder weg. Hallo? Gut, also Batterie und dann Kurbeln. Und immer wieder die neuen Schlangen. Er ist auch so ein bisschen hin und her gelaufen, jetzt eigentlich. Aber gut. Es ist, wie es ist. Anders geht's in die Bahn. Oh, du hängst hier eine Karte. Hä? Das ist eine... Hä? Die hatte ich doch gesammelt. Okay.
Verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber okay. Gut. So, das ist ein quadratisches Loch, ja. So. Also der Hund, der im Hintergrund jault, dem geht's echt nicht gut anscheinend. Die Frage ist, ist es wirklich ein Hund oder ist es ein Cerberus? Es wäre natürlich geil gewesen, wenn die Dobermänner dahingehend mutiert wären. Beziehungsweise die Cerberusse sind ja... Sind die einfach nur mutiert oder sind die quasi erschaffen worden? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich würde jetzt denken, mutiert. Wenn dahingehend mutiert, dass sie auf drei Köpfe hätten. Dann würde der Cerberus auch ein bisschen mehr Sinn ergeben. So, jetzt begeben wir uns ins Hunter-Paradies. Ja. So, hier ist es noch kein Hunter. Ach, das ist genau das mit dem. Aber reicht denn noch die normale Kurbel oder brauchen wir da schon die? Sie können das. Ne, da brauchen wir schon die andere Kurbel, okay. Okay, gut. Also die Kohle müssen wir auf jeden Fall ganz mit uns jetzt spazieren tragen. So, Garten B1. Ja, Rundweg, okay. Hier gibt's echt den Flammenwerfer. Das wusste ich nicht mehr. Das habe ich echt nicht mehr gewusst. Ich weiß nicht, inwiefern der effektiv ist gegen die Hand. Aber ich kann mich daran überhaupt nicht erinnern, dass hier einen Flammenwerfer schon gibt. Aber ich lasse ihn erstmal hängen. Jetzt bin ich also auf meine Shotgun eingestellt. Kein Hunter. So, hier ist ein Erste-Hilfe-Spray. Und nur das Erste-Hilfe-Spray, sonst nichts. Das nehme ich aber schon mal mit, weil gleich wird sich hier ein Hunter rumtreiben. Wir brauchen noch einen Platz für die Kurbel. Zwingend. Ich glaube, die Hunter erscheinen, glaube ich, erst. Hä? Wenn das mit dem Rico eingetreten ist. Ach so, Rundweg, genau. Also hier müssen. Genau, das ist der Rundgang. Hier müssen wir jetzt rein, ja. Enrico! Don't come any closer, Chris. Wait, what happened? Double crosser! Don't! Hell. Umbrella. Who is it? Is someone there? Das war bestimmt die Hand. What did he mean by that?
Hast du nicht ein Magazin? Er konnte sich mit dieser Verletzung nicht mehr bewegen. Hält irgendwas fest, ja. Möchten Sie dies nehmen? Magazin, ja. So, dann kann ich auf jeden Fall schon mal das Kraut nehmen, weil wir gleich eh Platz brauchen für den Flammenwerfer. Ah, hier. So, ich muss genau den richtigen Moment abpassen, wenn da... Ist hinter uns auch noch einer jetzt? Ne, das ist vor uns. Aber... Oh, da ist die Kurbel! Warum bist du nicht umgefallen? Was soll das? Leck mich doch am Eimer! So. Okay, das war's mit Flammenwerfer. Ah. Gut, den können wir... später nochmal holen vielleicht. Da ich die andere Kurbel nicht wegwerfen kann, das ist so bitter. Weil ich ja weiß, dass ich die nicht mehr brauche. Oder weil ich jetzt auch getroffen wurde, nehme ich einfach das Erste-Hilfe-Spray. Ich meine, ich habe so viel davon. Das ist echt egal. So, hier muss ich sowieso nicht mehr hin, von daher ging es nur darum, dass er uns vorbeilässt. Ich lerne nicht dazu, ne? So, richtiger Moment. Ja. Gut, dass die auch nicht so wirklich zielsicher sind, die Hunter. Genauso wie ich. So, und das war jetzt der Rundweg dahin, ne? Ja, genau. Da müssen wir nichts mehr machen. Ach komm. Ich nehme das jetzt egal. Ich wurde gerade auch wieder getroffen. So. Ist auch Verschwendung ohne Ende, aber wie gesagt, wir haben so viel davon, bevor ich es doppelt laufen muss. Oder ist der Flammenwerfer eigentlich nur dafür da, dass ich mich hier damit hätte austoben können? Wobei, ich kann den Flammenwerfer jetzt natürlich auch mit der Shotgun austauschen, ne? Glaube ich. Ne, genug der Flammenwerfer. Ah, okay, das wusste ich jetzt nicht. Ah! Ja, da ich euch ja immer alles zeigen will, so viel möglich. Komm. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Scheiße. Das tut mir jetzt leid, Leute. Aber gut, dann mache ich halt einen unnötigen Kampf jetzt, damit ich euch den Flammenwerfer in Aktion zeigen kann. Deswegen kann ich mich daran noch nicht erinnern. Der ist extrem cool. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ich bin immer noch grün, Alter. Krass. Wie der Chris einfach aushält. Ja, okay. Ja, aber den Flammenwerfer in Aktion gesehen. Ist auch ganz nett. Nein! Ihr wollt mich doch verarschen. Ich lebe noch, wieso lebe ich noch?
Aber wie asozial ist das? Bitte? Dass da jetzt auf einmal wieder zwei neue Hunter sind, ne? Alter, das hatten wir mit der Jill, glaube ich, auch gehabt. Aber da war ich, glaube ich, das erste Mal wieder da, nicht das zweite Mal. Wow, ey, wie asozial. So. Ja, das Problem ist jetzt natürlich, ich müsste mal jetzt ins Haus zurückkehren jetzt. Weil, erst nochmal speichern, sicherheitshalber. Und zum anderen, jetzt kommt einfach die Riesenspinne. Also ich verstehe halt nicht, warum eine Schreibmaschine ist ja davor, aber wir haben halt kein Fahrband. Warum der Speicherraum nicht vor der Riesenspinne ist. Ich meine, die Riesenspinne ist jetzt kein Übergegner. Da können wir den Flammenwerfer gut... Warte mal, wir kriegen noch 9 Flammenwerfer, glaube ich, jetzt sogar. Aber ein Hunter ist ja auch noch hier jetzt gleich. Riesenspinne plus Hunter. Nee, Leute, das ist mir nichts. Ich gehe jetzt zurück. Und speichere nochmal und rüste mich nochmal vor allem mit Heilmitteln aus.